Montags, meine Damen und Herren, das wissen wir, ist fast zu einem Ritual geworden schon in Sachen Optimismus. Es war früher der Handelskrieg-Optimismus, dann war es der Impfstoff-Optimismus. Heute ist es so ein bisschen der Impfstoffverteilungsmechanismus, respektive es wird schon bald geimpft-Mechanismus. Und das, obwohl wir ja am Freitag noch ziemlich scharfe Abgaben zum Handelsende in den USA gesehen haben, hing zusammen mit dem kleinen Verfall, den wir da gesehen haben, also den Verfall von Optionen. Und das könnte sich heute fortsetzen mit diesen leichten Turbulenzen, die wir am Freitag spät im Handel gesehen haben an den US-Börsen, denn normalerweise setzt sich das dann in Montag, mindestens Dienstag noch fort, diese Zerrungen, die da passieren im Gefolge des kleinen Verfalls. Und wir haben dann jetzt einen Abgleich, das wird spannend zu sehen mit dem, was sozusagen jetzt der Fall ist, konjunkturell. Wir haben ja diesen Optimismus jetzt, dass sozusagen der Impfstoff kommt, bald verteilt wird, aber wir wissen auch genau, dass es bis Ende des Winters wohl ziemlich schwer noch werden wird, dass da die Dinge nicht gerade einfach sind. Aber kommen wir zunächst mal zu dem Optimismus, der heute wieder der Fall ist, bedingt zum Beispiel durch hier Meldungen in UK, dass schon im Dezember dieser Pfizer-BioNTech-Impfstoff verimpft werden könnte. Wir haben ähnliche Nachrichten auch aus Deutschland, also hier der Optimismus, dass diese ganze Geschichte schon sehr, sehr schnell gehen wird und sozusagen damit ein wenig Linderung verschafft wird. Wir haben dann die Meldung dieser Regeneron-Antikörper-Cocktail, der auch Donald Trump verabreicht worden ist. Und der könnte praktisch eine, naja, Notfallgenehmigung, eine Dringlichkeitsgenehmigung durch die Aufsicht FDA bekommen. Das sind so diese Faktoren, die heute im asiatischen Handel für Optimismus gesorgt haben. Japan heute Feiertag, also die Asiaten ein Stück weit allein zu Hause heute. Dünne Volumina, die wir sehen, und bums werden die Futures nach oben gedreht. Aber die Realität ist eben auch, dass wir jetzt immer mehr Einschränkungen sehen. Hier LA County, Großregion um Los Angeles, hat Bars und Restaurants geschlossen. New York dürfte, so heißt es, wohl bei folgen. Wir sehen also, dass sozusagen diese Lockdown-Geschichten dann wieder jetzt an Fahrt aufnehmen. In Deutschland sieht alles danach aus, dass wir bis Weihnachten diesen Lockdown jetzt erstmal fortsetzen, diesen differenzierten Lockdown. Man wird ja am Mittwoch darüber entscheiden seitens der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten. Lockerung praktisch ausgeschlossen, Verschärfung wahrscheinlich, aber Weihnachten wird man dann wahrscheinlich so ein bisschen die ganze Geschichte lockern, um dann an Silvester wieder strenger zu werden. Was im Januar ist, ist dann noch zu weit weg, aber wir sehen, dass da erstmal eigentlich das Licht am Ende des Tunnels doch sehr, sehr fern ist und damit müssen die Märkte sich auch konfrontieren. Und wir werden jetzt eben konfrontiert heute mit den ersten konjunkturellen Auswirkungen des Lockdowns. Wir sehen hier zum Beispiel die Dienstleister, den Einkaufsmanager-Index Dienstleistung aus Deutschland, ist ja viermal jetzt oder dreimal rückläufig gewesen in letzter Zeit. Heute wird sicherlich ein erneuter Rückschlag kommen. Erwartung ist 46. Wir waren letzten Monat knapp unter der 50, aber jetzt haben wir den Lockdown. Wir müssen ja sehen, was da alles dranhängt an Gastro, Hotellerie. Da hängen Zulieferer dran. Das ist eine ganze Kette von Taxifahrer über Floristen, über Getränkelieferanten, über Putzdienstleistungen etc., Waschdienstleistungen, das sind alles Faktoren, die sozusagen, je länger dieser Lockdown wird, je stärker natürlich hier diese Dienstleister unter Druck bringen. Heute erwartet, wie gesagt, ein Wert von 46, irgendwas. In Frankreich sogar ein Wert unter der 40er-Marke und Goldman Sachs hat gesagt, bereitet euch da auch für Schmerzen vor bei diesen Einkaufsmanager-Indizes. Heute 9.15 Uhr kommen die Daten aus Frankreich, 9.30 Uhr dann aus Deutschland bei finanzmarktwelt.de. Können Sie sehen, wie das ausfällt? Das dürfte die Märkte heute bewegen. Und wir sehen hier, by the way, dass natürlich das verarbeitende Gewerbe besser dasteht. Wir hatten letzten Monat in Deutschland beim Einkaufsmanager-Index einen Wert über 58. Heute erwartet so 56,4, soweit ich das gesehen habe. Also leichte Abschwächung. Aber alles, was über 50 ist, heißt Steigerung zum Vormonat. Alles, was unter 50 ist, heißt Kontraktion im Vergleich zum Vormonat. Die Zahlen immer im Vergleich zum Vormonat. Deswegen darf man sich da nicht täuschen lassen von diesen Zahlen in Richtung 60. Das heißt immer nur zum Vormonat, heißt aber nicht, dass wir das gleiche Produktionsniveau auch im verarbeitenden Gewerbe sehen würden, das wir vor der Corona-Krise gesehen haben. Das ist nicht der Fall. Schauen wir uns mal die Lage an charttechnisch. Wir sehen ja hier jetzt das größere Bild im S&P 500 in einem Chart von Michael Silver von Figuring Out Money, den ich gerne heranziehe.
Wir sehen, wir sind aus dieser Formation nach oben ausgebrochen. Normalerweise passiert dann nochmal ein Test dieser Trendlinie, dieser oberen Trendlinie. Das werden wir sehen, ob das passieren wird. Und wir haben hier im kürzeren Zeitfenster eben, sehen wir, dass hier 5 Gaps, 6 Gaps jetzt inzwischen aufgemacht wurden. Und auch hier wäre ein Test der Trendlinie zumindest das Logische. Das wäre so knapp unter der 3500er Marke. Und wir sehen unten eine inverse VIX-Darstellung, also des Volatilitätsbarometers VIX. Und sehen, hier könnte ein Ausbruch nach oben erfolgen. Das ist eine eher bullische Formation in Sachen Volatilität. Warum das passieren könnte, das erklärt uns zum Beispiel JP Morgan. Die sagen, ja Leute, es ist so, dass natürlich jetzt viele professionelle, institutionelle Investoren ihre Portfolios jetzt wieder ein bisschen gerade ziehen müssen. Insgesamt haben wir hier praktisch ein Anlagespektrum von 7 Billionen Dollar, Pensionsfonds und sogenannte Mutual Funds, also praktisch Fondsmanager im weitesten Sinne. Und die müssen, so sagt hier JP Morgan, über 300 Milliarden Dollar verkaufen an Aktien oder Aktien im Volumen von über 300 Milliarden Dollar verkaufen, um praktisch hier diese Balance wieder herzustellen, die sie herstellen müssen. 60-40 Allocation, also 60 Aktien, 40 Anleihen, und man ist eben sehr, sehr stark jetzt in Aktien investiert. Entweder das muss Ende November passieren oder Ende Dezember. Das heißt, wir haben jetzt voraus im Prinzip einen gewissen Verkaufsdruck. Und wenn wir uns mal anschauen, den NAAIM-Index, der praktisch die Investitionsquote von professionellen Asset-Managern misst, dann sind wir jetzt über 106. Das ist somit der höchste Wert, den wir in den letzten Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten hatten. Das heißt, wir wissen, es sind fast alle All-In, sie sind alle auf der Long-Seite, sind alle investiert. Das wissen wir auch durch die Umfrage der Bank of America, wo sich gezeigt hat, dass die Cash-Quote ja sehr niedrig ist bei 4,1%. Und wir sehen, jetzt sind auch nochmal massiv Gelder in ETFs geflossen, nämlich 53 Milliarden Dollar vorwiegend in ETFs. Da ist also nochmal die Riesen-Euphorie da, jetzt auf jeden Fall diese Jahresendrallye mitzunehmen, die man sich da erwartet, wenn sie denn kommt. Und wir sehen aber auf der anderen Seite, dass am Future-Markt jetzt plötzlich diese Wetten in Sachen Long-Positionierungen aufgelöst wurden. Wir sehen einen Change, eine Änderung im 3-Wochen-Sektor oder seit 3 Wochen, die zu den negativsten in der Geschichte gehört. Normalerweise sieht man sowas an Böden, wenn Märkte Böden ausbilden, einen Markt einen Boden ausbildet. Das ist ja diesmal nicht der Fall. Wir sind ja nahe der Allzeithochs. Da kann man ja schlecht einen Boden ausbilden, kann man sich denken. Jedenfalls, wir sehen also eine massive Differenz zwischen institutionellen Investoren, die all in sind, und jetzt plötzlich am Future-Markt wird man nervös. Man versucht sich offenkundig auch hier ein bisschen abzusichern. Und wenn wir die ganze Geschichte jetzt mal fundamental betrachten, dann sehen wir, dass wir auch im 3. Quartal negativ sind, was die Umsätze betrifft. Revenue minus 1,3%, und wir haben beim Gewinn einen Rückgang von minus 6,3%, und man hatte sich ja dann 4. Quartal 2020 und 1. Quartal 2021 geradezu Wunderdinge versprochen. Jetzt sehen wir aber, die ganze Corona-Geschichte kommt zurück. Wir werden Lockdowns haben, wie wir sie jetzt schon in Europa haben. Vielleicht werden wir das in den USA verstärkt in den verschiedenen Bundesstaaten auch sehen. Und das wird bedeuten, dass diese Gewinnerwartungen, diese massiven Steigerungen eben nicht kommen werden, nicht kommen können, schlichtweg, weil eben diese Lockdown-Maßnahmen das verhindern. Abschließend noch ein paar interessante Anmerkungen vielleicht. Wir sehen hier, dass aus Gold Produkten so viel Gelder abgeflossen sind, wie seit dem Jahr 2013 nicht mehr. Vielleicht langsam ein Kontraindikator, könnte man antizyklisch drüber nachdenken, vor allem im Vergleich zu Bitcoin, die ja extrem heiß gelaufen sind. Hier massive Zuflüsse, hier massive Stimmungseuphorie, und wir haben, wenn wir jetzt mal nach Deutschland kommen, die Situation, dass morgen eine sehr wichtige Entscheidung fällt, nämlich die deutsche Börse wird entscheiden, ob 30 weiterhin Werte im DAX sein werden oder ob man das aufstocken wird auf 40, wie viele andere Indizes es auch haben. Jedenfalls, wenn wir uns mal anschauen, dass der DAX ohne Dividenden gehandelt wird, ja auch als DAX-Kursindex, dann sieht man, seit dem Jahr 2000 hat es da praktisch überhaupt keinen Gewinn gegeben. Es sind also nur die Dividenden, die letztendlich die DAX-Unternehmen oder den DAX so aussehen lassen, wie er aussieht. Andere Indizes in den USA haben das ja nicht, zum Beispiel wie der Dow Jones oder auch
Der S&P 500. Und abschließend kommen wir noch zu Brexit News, meine Damen und Herren. Hier gibt es jetzt die Meldung, ja, es könnte doch sehr wahrscheinlich dazu kommen, dass wir diesen Brexit-Deal bald sehen. Die Chance sei bei 95%. Es ist eine never-ending story. Auf der anderen Seite haben wir ja auch noch diese Geschichte mit Ungarn, Polen, mit diesen Hilfsgeldern, die jetzt freigesetzt werden sollen, aber nicht können, mit dem EU-Budget, das derzeit nicht verabschiedet werden kann. Also das politische Hickhack geht weiter. Wir haben also jetzt eine Situation, den typischen Montagsoptimismus. Bald haben wir das Vaccine. Aber die Frage ist, jetzt kommen die eher schwierigen Dinge, nämlich die konjunkturelle Situation, neue Lockdowns, die Aussicht, dass dieser Lockdown deutlich länger dauern wird, und auf der anderen Seite eben vor allem, das ist vielleicht markttechnisch, marktmechanisch entscheidend, dass die Investoren, die Profi-Investoren verkaufen müssen. Die müssen ihre Aktien reduzieren. Das heißt, wir haben einen konstanten Verkaufsdruck jetzt eben zum Jahresende hin, und das widerspricht so ein bisschen dem typischen Muster einer Jahresendrally, das ja normalerweise im November, Dezember ein sehr günstiges Umfeld bietet. Also das ist sozusagen die Situation. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diese Woche und sage Servus und Ciao.